Diese Sendung wird präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Jackpot.de, das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. Es war das zweite Sprintwochenende in der Formel-1-Saison 2024. Und obwohl wir hier über einen sehr begrenzten Zeitraum von ungefähr 45 Minuten sprechen, waren diese doch sehr erkenntnisreich. Mercedes am Boden, Doppel aus im SQ2. Und was auch noch ziemlich bitter ist, Nico Hülkenberg vor beiden Mercedes. Die Blicke von Toto Wolff und auch die Reaktion von Lewis Hamilton ziemlich eindeutig. Außerdem blicken wir auch auf Lando Norris. Ja, und da kann man sagen, immer wenn es drauf ankommt, dann versagt der Brite. Und so war es eben auch im Sprint-Qualifying. SQ1, SQ2 jeweils noch richtig schnell unterwegs, aber dann im entscheidenden Moment dann versagt er. Außerdem berichten wir auch über Max Verstappen, denn seine erste Reaktion, als man ihm mitgeteilt hat, dass er die Sprintpole geholt hat, war LOL. Und vor allem dieses LOL bezog sich auch auf seine eigentlich schlechte Runde. Denn, und so muss man es leider nun mal festhalten, selbst mit einer schlechten Runde von Max Verstappen reicht es am Ende dann doch noch für die Pole. Außerdem blicken wir auch auf Valtteri Bottas, denn da gab es ja auch eine heikle Situation im Sprint-Qualifying. Nach einer beinahe Kollision mit Oscar Piastri greifen die Rennkommissare jetzt durch. Ein bitterer Samstag für den wohl scheidenden Finnen. Außerdem blicken wir auch auf den neuen Renningenieur von Valtteri Bottas und seine Reaktion dazu fiel in der Pressekonferenz ziemlich bemerkenswert aus. Und Adrian Newey spricht erstmals nach der Bekanntgabe über sein Aus im kommenden Jahr und verabschiedet sich in Miami auch von seinen Kollegen. All das jetzt bei uns in dieser jüngsten, neuesten Ausgabe der Motorsport Arena. Neobet, lasse Fahrer gegeneinander antreten, Fahrerduelle, Sieger wetten oder wette, dass ein Fahrer sich besser platziert als ein anderer. Neobet ist einer der ersten Wettanbieter mit deutscher Lizenz. Damit ist deine Ein- und Auszahlung sicher. Sichere dir jetzt dein 10 Euro gratis Wettguthaben mit dem Code CHAMP10 und sichere dir jetzt als Neukunde auch deinen Einzahlungsbonus. Wähle zwischen dem Starter oder dem Profibonus. Neobet. Pro musst du sein. Man reiste nach Miami und war am Ende so hoffnungsvoll. Ein Fünkchen Hoffnung hatte man, als man eben nach Florida reiste und dann feststellen musste, auch mit neuem Unterboden und Frontflügel scheint es nichts zu werden. Die Blicke von Toto Wolff nach dem SQ2, sie sprachen wirklich Bände. Und auch von Andrew Schoffling gab es ein ähnliches Bild, der nämlich zu diesem Zeitpunkt am Kommandostand saß. Und auch die Reaktion von Lewis Hamilton, als er aus seinem Auto ausstieg, waren mehr als deutlich, ohne dass die Beteiligten nur irgendwas sagen mussten. Die Blicke sprachen Bände. Ja, und am Ende folgte die bittere Erkenntnis, Mercedes ist am Boden. Was folgte, war im Sprint-Qualifying ein herber Rückschlag und vor allem ein schmerzliches Doppel aus in SQ2. Und damit gab es für die Silberpfeile prompt den nächsten Nackenschlag. Und was entscheidend oder erschwerend noch hinzukommt, Nico Hülkenberg, der wird nämlich am heutigen Samstag im Sprint vor beiden Mercedes nämlich an den Start gehen. Und das zeigt auch deutlich, wie die Situation derzeit bei Mercedes wirklich ist oder vielmehr, wie schlimm die Situation bei Mercedes ist. Und das Rätselraten bei Mercedes geht fröhlich weiter und nach wie vor scheint man einfach keine Antwort auf die vielen offenen Fragen zu finden und man dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur noch im Kreis. Ja, und man merkt auch, George Russell, aber auch Lewis Hamilton, beiden fallen es immer schwerer, irgendwie so die passenden Antworten auf Fragen von Journalisten zu finden.
Blicken wir mal auf die Aussagen von George Russell, der nach dem SQ, also nach dem SQ2, dann gegenüber den Journalisten Folgendes sagte. Im Training hat sich der weiche Reifen noch echt gut angefühlt auf dem Auto. Die Pace war auch gut und ich Vierter. Auf dem Medium sind wir aber einfach nicht ins Arbeitsfenster gekommen und dann habe ich mich plötzlich auf der falschen Seite vom Strich wiedergefunden. Ja, man könnte auch sagen, ja, knapp dran vorbei, denn bei George Russell waren es gerade einmal 13.000stel und das sind nur ein paar ganz wenige Zentimeter, die fehlten ihm für den rettenden 10. Platz und damit den Einzug ins SQ3. Ja, aber am Ende waren es eben diese 13.000stel, wo Nico Hülkenberg schneller war. Russell sagt, es war knapp da draußen, aber wir sollten nicht in der Position sein, so eng am Rausfliegen dran zu sein. Wir müssen über Nacht jetzt ein paar Verbesserungen für das richtige Qualifying vornehmen. Ja, das ist eigentlich, oder mit solchen Aussagen zeigt sich natürlich auch deutlich, wie prekär die Situation bei den Silberpfeilen aktuell ist. Aber so ganz aufgeben will er seine Hoffnung dann für den Samstag und auch für den Sonntag dann doch nicht und sagt, ich habe keine Zweifel, dass wir uns im Sprintrennen nach vorne bewegen, aber wir müssen halt unsere Probleme im Qualifying in den Griff kriegen, denn es ist immer schwer mit den Autos davor zu kämpfen. Und mit davor ist natürlich auch das Auto von Nico Hülkenberg im Haas gemeint. Und wer hätte sich das mal wirklich vorstellen können, dass ein Haas, der im letzten Jahr noch letzter in der Konstrukteurswertung wurde, auf einmal vor beiden Mercedes im Sprint-Qualifying gelandet war. Ja, das vorgezogene Update, das man eben mit nach Miami brachte, das schien erstmal nicht viel gebracht zu haben, doch George Russell will das Ganze nicht überbewerten und sagt, alle haben hier große Updates gebracht. McLaren hat ein großes Upgrade, Aston hat letzte Woche was gebracht. Ich schätze, da sitzen wir alle im selben Boot, aber heute hat es einfach nicht geklappt für uns. Ja, und weil er ja auch gerade schon McLaren angesprochen hat, ja, die kamen wieder mal mit einem etwas größeren Upgrade angereist und schon wie im Vorjahr, als man nämlich in Österreich auch mit einem großen Upgrade kam und auch das war ja ein Rennwochenende, wo ein Sprint stattfand, also man nur ein freies Training zur Verfügung hatte, wie auch jetzt an diesem Wochenende in Miami, zeigt sich, die Teile funktionieren, wie im letzten Jahr, ebenfalls auch in diesem Jahr. Ja, aber dieses düstere Bild, das George Russell da irgendwo schon auch natürlich gezeichnet hat, das sieht auch Lewis Hamilton, der scheidende Mercedes-Pilot. Bei ihm waren es 28.000stel, die er da hinter George Russell gelandet war. Und in seiner letzten Runde, ja, dann passierte ihm auch noch, wie auch den ein oder anderen Fahrern im Feld, dass man einfach mal ein bisschen noch die Wand geküsst hat. Ja, im Training war Lewis Hamilton noch einigermaßen zufrieden mit seiner Balance, aber dann, als es dann wirklich zur Sache ging, im Sprint-Qualifying ging letztlich nichts mehr. Und Lewis Hamilton sagte, vom 12. Startplatz wird es für uns ein harter Sprint. Ich erwarte nicht allzu viel, denn es ist keine einfache Strecke, um einem anderen Auto zu folgen oder es zu überholen. Und wenn wir mal ein bisschen, ein paar wenige Tage zurückgehen, da schien auch Teamchef Toto Wolff, wir können uns diese Bilder nochmal anschauen von ihm, die es dann nach diesem Doppelaus im SQ2 von ihm gab. Ich glaube, man muss ihn nicht fragen, wie es ihm geht und was ihm da durch den Kopf geht. Diese Bilder sagen wirklich alles aus und das ist ein wirklich verzweifelnder, ja eine verzweifelnde Situation für ihn und ein Bild, was man von Toto Wolff so eigentlich auch noch nicht gesehen hat. Und es offenbart eigentlich, wie hilflos man bei den Silberpfeilen ist. Und trotzdem hat er im Vorfeld vor dem Rennwochenende in Miami noch ein klein wenig hoffnungsvoll gewirkt, indem er sagte, wir werden versuchen, in Miami eine bessere Performance zu zeigen und das Auto weiter zu optimieren. Wir wissen, dass wir mehr Leistung brauchen und werden an diesem Wochenende unsere ersten kleinen Upgrades der Saison einführen. Ja, und es scheint zumindest mal im Sprint so der Fall gewesen zu sein, dass die zumindest nicht gezündet haben. Ja, aber nicht nur suboptimal lief es für die Silberpfeile, nein, auch für Lando Norris. Und wir wissen,
Ja, Lando Norris, der ist eigentlich immer recht schnell. Und vor allem hat er eigentlich auch in der Regel seinen Teamkollegen Oscar Piastri stets im Griff. Aber schon öfters in der Vergangenheit mussten wir feststellen, wenn es im entscheidenden Moment drauf ankam, dann versagte Lando Norris. Und so war es eben auch am gestrigen Freitag. Schnellster im SQ1, schnellster im SQ2, aber dann im entscheidenden Moment, als es dann wirklich um die Positionen für das Sprint am heutigen Samstag ging, da war es dann nur ein enttäuschender 9. Platz. Seine Aussage war im Endeffekt, das war echt blöd. Ja, so kann man es an diesen Momenten auch mal festhalten. Und eigentlich, so schien es, sei Lando Norris auf dem guten Weg, die nächste Sprint-Pole zu ergattern. Denn eben ja auch McLaren, die reisten ja mit einem größeren Upgrade an. Und es schien auch, dass diese neuen Teile auf Anhieb funktionieren. Die erste Pole, die gab es ja, die erste Sprint-Pole in Brasilien im vergangenen Jahr und vor 2 Wochen in Shanghai. Aber wenn man so sagen könnte, alle guten Dinge sind 3, so war es bei Lando Norris zumindest mal nicht der Fall. Denn im letzten Quali-Segment, da gab es einen rapiden Absturz, eben nur 9 Schnellster. Und das ist natürlich keine gute Ausgangsbasis für das Sprint. Er selber sagte im Anschluss, das musste ich auf meine Kappe nehmen. Ich wollte zu viel, ich habe zu sehr attackiert. Das Auto hat sich heute super angefühlt. Umso mehr ärgere ich mich. Das war echt blöd, was ich da angestellt habe. Schon in der ersten Kurve gleich mehrere Fehler. Und weiter. Wir haben hier eine Chance vertan. Das ist sehr bedauerlich, weil unser ganzes Team einen tollen Job getan hatte. Die ganzen Verbesserungen, die wir hier in Florida ins Auto gebracht haben, sind ein erster Schritt nach vorne. Aber ich habe daraus nichts gemacht. Ja, und wie schon auch in der Vergangenheit gab es vor allem einen Profiteur und das war wieder mal sein Teamkollege Oscar Piastri. Ja, es ist schon auch ein Bild, was die Formel 1 derzeit, eigentlich kann man sagen, schon seit Jahren davon sich gibt, vor allem auch gestern eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Selbst eine schlechte Runde eines Max Verstappen beschert ihm immer noch die Pole Position. Genau so kam es gestern und es roch eigentlich nicht danach. Im ersten freien Training hatte er schon mit Problemen zu kämpfen, war mit dem bisherigen Setup dem Auto oder am Auto nicht wirklich zufrieden. Erst in den letzten Minuten schaffte er dann den Sprung auf Platz 1, also war dann am Ende Training schnellster. Aber auch in den ersten beiden Quali-Segmenten, lief es auch eher suboptimal. Aber dann in der letzten und entscheidenden Runde für ihn in dem SQ3 gab es dann überraschend doch Platz 1. Ja, und so kann man sagen, es ist eigentlich alles wie immer, wäre nun nicht der Umstand gewesen, dass es eigentlich eine schlechte Runde von Max Verstappen war, was er selber ja auch zum Ausdruck brachte. Es war keine gute Runde. Und das Ganze nahm er mit sehr viel Humor, weil er das selber nicht glauben konnte, lacht sich also fast hinterher schlapp. Das heißt, die traurige Feststellung ist wirklich, Max Verstappen kann in seiner entscheidenden Runde Fehler machen und wird trotzdem auch noch schnellster. Ja, und auch wenn der Vorsprung auf den zweiten Charles Leclerc eben nicht ganz so groß war, aber immerhin etwas mehr als eine Zehntelsekunde, war die Reaktion, als man Max Verstappen mitgeteilt hatte, dass er schnellster ist, nämlich folgende. Lol. Ja, auch er konnte das selber von seinem Renningenieur nicht glauben, dass er da die Sprintpole sich ergattern konnte. Er sagt, um ehrlich zu sein, fühlte es sich wirklich fürchterlich an. Und sagt weiter, nach dem Training war ich eigentlich zuversichtlich, dass wir um die Pole würden kämpfen können, aber im Qualifying sah es nicht danach aus. Aber irgendwie sind wir trotzdem auf Platz 1 gelandet. Ja, und man merkt, Max Verstappen, der kann eigentlich fahren, was er will. Und wir haben es ja auch schon in den letzten Jahren gesehen, du kannst Max Verstappen ans Ende des Feldes platzieren. Der fährt ja binnen weniger Runden dann trotzdem wieder vorne rum und lässt die Konkurrenz nur noch erstaunen. Und die sehen dann, nach kürzester Zeit nicht mehr sonderlich viel von ihm. Ja, und Lando Norris, der wäre eigentlich am nächsten dran gewesen. Natürlich auch Charles Leclerc, wobei man da auch festhalten muss, im positiven Sinne. Er
hatte ja diesen Fehler im ersten und einzigen freien Training, konnte also nicht wirklich viel Daten und Erfahrungen sammeln auf dieser Strecke, aber war dann stets zur Stelle im Qualifying, aber es hat dann am Ende trotzdem eben nicht für die Sprint-Pole gereicht. Und eben auch bei Lando Norris, der eben schon gezaubert hatte in SQ1 und SQ2 und dann eben dieser entscheidende Fehler in SQ3. Ja, aber auch eine interessante Frage, die Max Verstappen selber da aufwirft und vor allem sagt er, vielleicht war es im letzten Abschnitt einfach unheimlich schwierig, die Reifen zum Arbeiten zu bekommen, denn schon in SQ2 hat es sich nicht großartig angefühlt und hat eher die Frage gestellt, was ist mit den anderen passiert? Ja, das fragen sich die meisten Teams auch. Das fragt sich McLaren, vor allem auch Lando Norris, wenn der wieder mal im entscheidenden Moment nicht den Fehler gemacht hätte, aber eben auch bezogen auf die Konkurrenz, was machen die? Eben wohl nicht genügend. Ja, und einer, der scheint an diesem Wochenende wieder mal ein bitteres Erlebnis vor sich zu haben und bisher auch schon hinter sich zu haben. Denn Valtteri Bottas wurde von den Rennkommissaren nach dem Sprint-Qualifying nämlich strafversetzt. 3 Plätze geht es beim Sprint am heutigen Samstag für ihn zurück. Ursprünglich, und das war auch nicht gerade das beste Ergebnis, Platz 18. Und durch die Strafversetzung der Rennkommissare wird es der letzte Platz sein. Könnte man sagen, ist es eigentlich auch schon egal. Ja, aber warum wurde er letztlich bestraft von den Rennkommissaren? Denn es gab im SQ1 nämlich eine sehr, naja, nennen wir es mal, heikle Situation in Kurve 1. Da war es nämlich fast so weit, dass Valtteri Bottas und Oscar Piastri kollidieren. Und Piastri, der musste oder konnte vielmehr gerade so ausweichen und funkte dann, wenn das keine Strafe ist, was dann? Ja, und es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte es auch wirklich gekracht und das wäre natürlich auch für Piastri dann zum großen Nachteil geworden. Am Ende schaffte er ja dann auch den Sprung ins SQ3 und landete dann letztlich ja auch vor seinem Teamkollegen. Aber dieser Vorfall ereignete sich ja auch trotzdem, auch wenn dieser Fehler nicht so ganz bei Valtteri Bottas lag, sondern vielmehr beim Team, denn man hat Bottas nicht gewarnt, dass da Oscar Piastri im Anflug ist. Aber, und zwar auch die Argumentation der Rennkommissare, haben die Fahrer jedoch die Pflicht, andere Fahrer nicht zu behindern. Und er sei vor allem auch sehr langsam auf der Ideallinie gefahren. Aber im Endeffekt, egal ob Platz 18 oder Platz 20, das macht den Braten wohl auch nicht mehr fett an dieser Stelle. Aber es zeigt sich, die Zeit für Valtteri Bottas bei Sauber / Audi neigt sich am Ende. Und etwas Kurioses, muss man ja fast schon sagen, hat sich an diesem Wochenende nämlich entwickelt oder vielmehr ergeben. Denn man hat Valtteri Bottas einen neuen Renningenieur vor die Nase gesetzt. Anders kann man es, glaube ich, auch nicht formulieren. Bisher war ja der Renningenieur von Valtteri Bottas, Alex Chan, mit dem er seit der Beginn 2022 zusammengearbeitet hatte und urplötzlich mitten in der Formel 1-Saison im 6. Rennlauf oder im 6. Rennwochenende dieser Saison auf einmal ist er weg. Und da kam einer, der nun für Bottas die Aufgabe als Renningenieur erfüllt, Steve Patrick, der kam von Ferrari. Und den hat man eben zum ersten Mal an diesem Rennwochenende gesehen. Und natürlich auf diesen Umstand ist auch Valtteri Bottas nicht nur darauf hingewiesen worden, sondern eben auch gefragt worden, was hat es denn da mit diesem überraschenden Wechsel da mit sich gebracht letztlich. Und er sagt dann auch, dass dieser Wechsel der Renningenieure nicht von ihm ausging. Er glaube vielmehr, es sei ein Teil der Umstrukturierung im Team, eben mit Blick auf den kommenden Audi-Einstieg im übernächsten Jahr. Aber zugleich betonte er auch auf der Pressekonferenz, viele dieser Entscheidungen liegen außerhalb meiner Kontrolle. Ich treffe diese Entscheidungen nicht. Aber, und daraus machte Bottas kein Geheimnis, er selber ist eben auch überrascht worden. Und das ist natürlich auch für einen Fahrer alles andere als leicht, denn auf einmal hast du da jemanden völlig Neues vor dir, den du gar nicht kennst. Und dann auf einmal muss das Ganze binnen weniger Augenblicke funktionieren. Ist natürlich schwierig.
Ja, aber auch in seinen weiteren Aussagen wird es doch ziemlich deutlich, wenn er sagt, es war ein ziemlich abrupter Wechsel, ein ziemlich plötzlicher Wechsel. Ja, und so ganz viel Verständnis kann Valtteri Bottas an dieser Stelle auch nicht zeigen und sagt, wir haben es hier mit einem Sprintwochenende zu tun. Das macht es nicht einfach, mit einem neuen Renningenieur zu arbeiten. Aber wir werden natürlich versuchen, das Beste daraus zu machen. Er kriegt auch sehr viel Unterstützung. Ja, aber das waren nicht die einzigen Fragen, die man Bottas auf der Pressekonferenz gestellt hatte. Er wirkt ohnehin das ganze Wochenende schon auch ziemlich angepisst, also nicht gerade bester Laune. Gab dann auch einen Journalisten, der so ein bisschen versucht hatte, die Körpersprache von Bottas zu lesen und eben auch mit Blick auf den Wechsel des Renningenieurs. Und da gab es eine sehr irritierende Reaktion des Finnen und sagt, Dinge ändern sich, manche Änderungen sind langfristig angesetzt. Ich kenne natürlich nicht alle Gründe, die zu jeder einzelnen Entscheidung führen, aber es zeigt, dass sich Dinge ändern. Manche Leute gehen, manche Leute kommen. Im Prinzip ist es das. Ja, aber das trägt natürlich nicht dazu bei, dass seine Stimmung schlagartig sich verbessert. Im Gegenteil, bisher ist es ein rabenschwarzes Wochenende und ohnehin deutet alles darauf hin, dass Valtteri Bottas am Ende dieser Formel-1-Saison sein Cockpit räumen muss. Auch wenn Alessandro Aluni Bravi im Interview mit Sky, nennen wir es mal obligatorisch, auch erwähnte, wir sprechen auch mit Guanyu Zhou und Valtteri Bottas. Scheint aber auch klar, Bottas wird bei Sauber respektive Audi keine Zukunft haben. Denn was er auch nämlich sagte, der Teammanager von Sauber, dass man im nächsten Jahr schon mit der Fahrerpaarung an den Start gehen möchte, um den perfekten Audi-Einstieg vorzubereiten. Und da kommt ein Valtteri Bottas vielmehr nicht in Frage. Ja, und das bedeutet dann natürlich wohl auch das endgültige Aus für Valtteri Bottas und damit würde seine Formel-1-Karriere auch zu Ende sein. Ja, und zu Ende ist ein gutes Stichwort, eine schöne Überleitung zu einem Thema, was natürlich auch das Rennwochenende in Miami ziemlich dominiert. Es ist das Aus von Adrian Newey bei Red Bull. Dieses Wochenende ist er nochmal vor Ort, um sich auch von seinen ganzen Kollegen, von den ganzen Mechanikern, Ingenieuren zu verabschieden. Gab auch eine kleine, Rede von Newey. Wird also beim nächsten Rennen in Imola in 2 Wochen dann schon nicht mehr am Kommandostand sitzen. Also das sind die letzten Bilder, die man von Newey da am Kommandostand sitzt. Ja, und es ist natürlich das Gesprächsthema schlechthin an diesem Wochenende. Und auch Christian Horner wurde ja gleich von mehreren Sky Sports Journalisten über diese Situation ausgefragt. Und man kann letztlich sagen, so wirklich um Adrian Newey weinen tut beim Team wohl keiner. Und vor allem auch erst recht nicht Christian Horner. Zak Brown, der Teamchef der CEO von McLaren, hat auf der Pressekonferenz der Teamchefs eben auch sich dazu geäußert, zu der Situation, wie sie bei Red Bull nun einmal vorzufinden ist und bezeichnet den Abgang oder den Weggang von Adrian Newey als ersten fallenden Dominostein. Ja, und glaubt, dass da noch viel mehr am Ende des Tages den Brauserennstall verlassen werden. Wir wissen, dass es diese Woche ja auch verkündet worden, im ersten Quartal des kommenden Jahres wird dann Adrian Newey endgültig aus dem Unternehmen scheiden, wird sich schon jetzt nicht mehr um das Formel-1-Projekt von Red Bull kümmern, wird die restliche Zeit dann auch dem Hypercar-Projekt widmen. Da geht es ja um den RB17. Ja, Zak Brown selber, der vermutet, dass eben auch noch weitere Mitarbeiter aus Milton Keynes Newey folgen werden und sagt, aufgrund der Lebensläufe, die im Umlauf sind, vermute ich, dass er nicht der Letzte ist. Und sagt auch, sein Team habe in letzter Zeit viel mehr Bewerbungen und Lebensläufe erhalten, als es bisweilen der Fall war. Und betont da auch nochmal, welch Genie Adrian Newey tatsächlich ist und sagt, die Leute möchten für jemanden wie Adrian Newey arbeiten. Ich denke, ihnen wird das fehlen, was er aus rein technischer Sicht mitbringt. Und dann werden ihnen auch die Führung und die Begeisterung fehlen, die man durch die Zusammenarbeit mit ihm bekommt.
Ja, es scheint ja klar zu sein, dass die Formel 1 nicht lange auf Adrian Newey verzichten muss. Es gibt es ja, oder die, es verdichten sich immer mehr die Gerüchte, dass Newey dann auch schon im nächsten Jahr für Ferrari an den Start gehen könnte. Aber dass der Weggang von Newey für Red Bull auf jeden Fall bleibende Schäden hinterlassen werde, davon ist eben auch RTL Formel 1 Experte Christian Danner überzeugt. Denn aus seiner Sicht sei das eben, Zitat, der Anfang vom Ende der Erfolgsgeschichte von Red Bull Racing. Ja, und Zak Brown selber, der hat absolut keine Zweifel daran, dass die Entscheidung von Adrian Newey mit dem Machtkampf der letzten Monate eben zu tun habe und eben auch die Affäre um Christian Horner, die seit Februar bekannt ist. Und sagt, vor 6 Monaten wäre ich überrascht gewesen. Ich denke, angesichts all dessen, was seit Beginn des Jahres passiert ist und weil ich Adrian ziemlich gut kenne und er ein sehr integrer Mensch ist, bin ich nicht überrascht, dass er weiterzieht. Ja, es gab ja auch verstärkt in den letzten Wochen immer mehr Berichte darüber, dass Christian Horner immer wieder auch schon in der Vergangenheit versucht haben soll, Adrian Newey aus dem Formel-1-Team rauszudrängen und ihn ins Hypercar-Projekt von Red Bull zu, ja, kann man sagen, versetzen. Und ausgerechnet die letzten Monate von Adrian Newey wird er genau mit dem Hypercar-Projekt verwenden oder vielmehr widmen. Eben das eigentlich, was Newey nicht wirklich will. Aber jetzt hat sich Adrian Newey auch selber geäußert, nämlich bei Sky Sport. Und es ist schon ein sehr bemerkenswertes Interview gewesen, was man da von ihm gesehen hat. Helmut Marko sprach im Vorfeld schon und nannte den Begriff von Burnout, etwas wie ein Burnout, hatte Helmut Marko da erwähnt. Und etwas Ähnliches sprach auch Adrian Newey. Und er ist gefragt worden, ja, wie kam es zu dieser Entscheidung? Und wir hören mal ganz kurz rein eine sehr bemerkenswerte Szene in diesem Interview mit Sky Sports. Und da versucht er seine Entscheidung da so ein bisschen zu rechtfertigen. Gucken wir mal rein. Naja, die Formel 1, die ist sehr anstrengend. Und ich mache das ja jetzt schon eine lange Zeit. 2021 war ein sehr, sehr anstrengendes Jahr mit dem harten Kampf mit Mercedes da um die Weltmeisterschaft, gleichzeitig dann unsere Entwicklung für das Auto, das im Grunde der Vater der neuen Generation der Autos jetzt ist. Ja, da kommt irgendwann dann der Punkt, wo ich, ja, wie Forrest Gump sagen würde, gesagt habe, ich bin müde. Na, es hat doch etwas gedauert. Um ehrlich zu sein, im Winter habe ich schon ein bisschen daran gedacht. Und so wie sich die Ereignisse jetzt entwickelt haben in diesem Jahr, habe ich mir gedacht, naja, ich bin in der glücklichen Situation, ich muss für den Lebensunterhalt nicht mehr arbeiten, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und habe einfach die Entscheidung getroffen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, zurückzutreten, kleine Pause zu machen, Leben zu genießen. Das Bemerkenswerte, wir haben es ja gerade gesehen, wir reden da über ein Interview von ungefähr 4 Minuten, das war jetzt mal ein kleiner Auszug davon. Und ich habe mir mal so ein paar kurze Sachen da mal rausgepickt, die da wirklich mal hervorgehoben werden müssen. Er sagt selber, das Jahr 2020, 2021, es war ein sehr anstrengendes Jahr. Klar, 2021 war für Red Bull natürlich sehr nervenaufreibend, das muss man schon festhalten. Es war über eine ganze Saison hinweg dieser Zweikampf mit Mercedes. Am Ende ging es dann bekanntermaßen ja auch gut aus. Aber das Erstaunliche an seinen Aussagen ist doch, dass er sich eben auch auf 2020, 2021 bezieht, aber erst im letzten Jahr seinen Vertrag bei Red Bull eigentlich langfristig verlängert hat. Nun also die Argumentation, dass er sagt, ja, irgendwann kam dann der Punkt, ich bin müde, habe im Winter des letzten Jahres schon dran gedacht. Und dann fiel ein sehr bemerkenswerter Satz von Adrian Newey, dem er eben sagte, so wie sich die Ereignisse in diesem Jahr 2024 entwickelt haben, hat er sich eben gedacht, er muss ja eben nicht mehr für seinen Lebensunterhalt arbeiten, sondern er macht es, weil es ihm Spaß macht.
So, und wir wissen, was die letzten Monate ja alles passiert ist. Das war dieser interne Machtkampf, der vor allem auch zwischen Helmut Marko und Christian Horner davonstatten ging. Aber natürlich auch noch die Affäre um ihn und seiner mittlerweile suspendierten Assistentin Fiona Hiebitzen. Dass dieses Thema, das dominierte ja die Schlagzeilen und vor allem auch der Aspekt, dass sich die thailändische Seite ja voll und ganz auf Christian Horner da, kann man sagen, ja bezogen hat und ihn da oder ihm da schützend zur Seite steht. Und das missfällt vielen auch bei Red Bull. Ohnehin schon auch die ganzen Strukturen haben sich bei Red Bull seit dem Tod von Dietrich Mateschitz ja auch ganz gewaltig verändert. Und es gab ja auch viele Berichte, die haben auch darüber berichtet, dass der Christian Horner mehr Macht haben wollen würde. Und das alles Umstände waren, die ja letztlich auch bei Adrian Newey dafür gesorgt haben, dass es ihm eben nicht mehr Spaß macht. Und eben, weil er nicht darauf angewiesen ist, er ist nicht auf Red Bull angewiesen. Übrigens, by the way, mal interessant, was glaubt ihr, welchen Tagessatz hat ein Adrian Newey? 50.000 Euro. Für einen Tag, also einen Tagessatz, 50.000 Euro pro Tag. Das ist auch eine sehr bemerkenswerte Summe. Aber klar ist eben, Adrian Newey, der muss keinem mehr was beweisen. Der hat so viele Weltmeistertitel schon gewonnen mit oder durch seine Arbeit vielmehr. Und auch diese Wertschätzung seitens Christian Horner, die gab es schon längst nicht mehr. Und das ist natürlich klar, wenn er dann auch sagt, ja, dass es halt eben im Endeffekt keinen Spaß mehr macht. Und dass er müde ist, ist natürlich dann auch nachvollziehbar. Wohl weniger müde aufgrund der Arbeit, sondern eher müde, ja, wie die ganzen Umstände bei Red Bull eben seit dem Tod von Dietrich Mateschitz nun mal sind. Ja, und trotzdem ist er natürlich auch gefragt worden, wie sieht es eigentlich so mit seiner Zukunft aus? Natürlich auch die Gerüchte, dass da Ferrari oder dass er möglicherweise zu Ferrari gehen könnte. Und da haben wir mal so einen kleinen, so einen 20-Sekünder uns mal rausgepickt. Da ist er nämlich gefragt worden, ne, wie das da so steht mit ihm und Ferrari, weil ja auch Lewis Hamilton ja sehr lobende Worte ja auch verwendet hat und er gerne ja mit ihm arbeiten würde. Wir gucken mal rein und wir achten mal auf die Reaktion von Adrian Newey. Und da geht es nicht unbedingt darauf, oder geht es nicht unbedingt darum, was er sagte, sondern eher, wie er reagierte. Wir gucken mal rein. Lewis Hamilton beispielsweise hat gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn er nach zu Ferrari käme. Steht Ihnen denn rot? Um ehrlich zu sein, zu früh, sehr nett von Lewis, das zu sagen. Da bin ich natürlich sehr geschmeichelt. Aber im Moment nehme ich mir einfach eine kleine Pause und schaue, was als nächstes passiert. Ja, die Frage, die man ihm ja stellte, haben Sie gerade gehört, eben, ob ihm denn rot stehen würde. Ja, gibt ja schon diverse Fotomontagen. Wir haben da auch unsere Fotomontage, kann man sich mal so ein bisschen vorstellen. Er weiß es natürlich auch, vor allem auch weiß Adrian Newey. Ja, selber, was er ja mehrmals in der Vergangenheit gesagt hat, dass er es immer wieder bedauert hat, nie mit Ferrari und auch nie mit Lewis Hamilton gearbeitet zu haben. Und genau das könnte sich jetzt eben nun erfüllen und seine Reaktion eben sehr aufschlussreich auch irgendwo, weil er schlicht und ergreifend einfach gelacht hat. Also er hat es ja auch nicht dementiert. Und klar, 2026 das neue Reglement. Und das könnte natürlich nochmal so ein Adrian Newey reizen, ob er, naja, weil er selber auch sagt, es ist ja die größte Veränderung seit den 80er Jahren letztlich. Und vielleicht wäre das nochmal so ein Antrieb von Adrian Newey, um auch sich selber vielleicht zu beweisen, hey, gelingt mir das auch mit dieser neuen Revolution, die dann da 2026 in Kraft tritt? Und gleichzeitig könnte er, wenn es ihm gelingen würde, damit auch Ferrari zum Weltmeister machen und letztlich auch Lewis Hamilton möglicherweise zum achten WM-Titel, zum achten WM-Titel zu bringen. Eins muss man ja auch sagen. Ja, ich weiß, das hören viele Charles Leclerc-Fans jetzt nicht unbedingt gerne. Und ja, Charles Leclerc, der verfügt über viel Talent, ist auch wirklich ein richtig schneller im Fahrerfeld oder einer der schnellsten. Das spricht ihm auch keinem ab oder spricht auch keiner ihm ab. Aber letztlich muss man auch sagen, und das hat sich so ein bisschen ja auch wieder im freien Training gezeigt, er verfügt über dann doch die ein oder anderen Schwächen. Und
Ich habe das ja auch schon im letzten Jahr gesagt, da hatte ich auch noch Carlos Sainz ein Stück weit kritisiert, wo ich ja auch jetzt zu Beginn dieses Jahres ja auch zugegeben habe, Mensch, da hat sich da wirklich verändert. Und für meine Begriffe und für viele andere auch ist Carlos Sainz, hat da wirklich einen Wandel durchgemacht. Und ein Carlos Sainz ist weniger fehleranfällig wie ein Charles Leclerc. Und für meinen und auch für viele andere zeigt es eher so, dass Carlos Sainz der Stärkere zu sein scheint im Vergleich zu Carlos Sainz, im Vergleich zu Charles Leclerc. Und viele haben ja auch Leclerc in der Vergangenheit immer schon so zu einem künftigen Weltmeister gemacht oder sahen ihn schon als künftigen Weltmeister. Aber letztlich muss man festhalten, ein Charles Leclerc, der ist nun mal kein Michael Schumacher, der ist auch kein Lewis Hamilton und der ist auch kein Max Verstappen. Das muss man einfach ganz klar festhalten und er ist auch kein Ayrton Senna. Und wie die ganzen Legenden früherer Jahre alle hießen, das ist ein Charles Leclerc nicht. Er hat viel Talent, er ist wirklich auch sauschnell, aber auch sehr fehleranfällig. Und das muss man ehrlicherweise auch festhalten. Das heißt, wenn einer eine Chance hat, mit Ferrari Weltmeister zu werden, dann muss man es ehrlicherweise sagen, ist es Lewis Hamilton. Ich weiß, werden viele wieder anders sehen, aber rein rational betrachtet ist das tatsächlich so. Und bin mir da sehr sicher, mit dem Druck, Hamilton nächstes Jahr im Team zu haben, wird Leclerc nicht wirklich mit klarkommen. Meiner Meinung nach. So. Das war's erstmal. Wir gucken zum Schluss mal noch auf das vollständige Ergebnis der Sprintqualifikation. Also die nächste Sprintpole für Max Verstappen, dahinter eben dann Charles Leclerc, Sergio Perez auf der 3. Und wenn man auch positiv noch hervorheben muss, Daniel Ricciardo. Ja, seit er das neue Chassis hat, scheint es bei ihm wirklich wieder bergauf zu gehen. Einer, der das eher ungern so beobachtet, dürfte wohl Liam Lawson sein, der natürlich auch wieder mit vor Ort ist und als Ersatzfahrer zur Verfügung stünde, wenn es drauf ankäme. Und jetzt im Sprintquali Platz 4, während aber im Vergleich sein Teamkollege Yuki Tsunoda gerade einmal 15 schnellster war. Also auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen für den Australier. Ja, Carlos Sainz an Position 5, gefolgt von Oscar Piastri, der eben durch den Fehler in Anführungsstrichen von Lando Norris einmal mehr profitierte. Dann Lance Stroll, der, und das muss man auch mal vorheben, sogar vor Fernando Alonso ins Ziel kam. Und das schon auch natürlich beachtlich war, das muss man auch noch mal festhalten. Norris eben auf der 9, dann haben wir Hülkenberg, den Deutschen, auf der 10, gefolgt von den beiden Mercedes, Russell und Hamilton auf 11 und 12. Ocon auf 13, dann kommt Kevin Magnussen auf der 14, eben Tsunoda auf der 15, und Gasly im Alpine mal wieder weit, weit abgeschlagen. Gut, Ocon mit Platz 13, ist jetzt auch nicht so nah dran und mit den Punkten wird es wahrscheinlich ohnehin nichts werden, zumindest mal nicht im Sprint. Aber auch für den Rennsonntag ist da wohl eher wenig zu erwarten. Dann haben wir die beiden Sauber auch sehr weit abgeschlagen. Wir haben Quanjiao auf der 17, ursprünglich Bottas auf der 18, ist ja strafversetzt worden, wird also von Platz 20 oder auch eben aus der Box heraus starten. Und dann haben wir Logan Sargeant, da verdichten sich auch immer mehr die Gerüchte, dass man ihn so schnell wie möglich ersetzen möchte durch Kimi Antonelli. Wir haben ja auch darüber berichtet, er wird ja am 25. August 18 Jahre alt, dann darf er eigentlich erst ins Cockpit. Aber man will eine Ausnahmegenehmigung von der FIA. Ob das erfolgsversprechend ist, sei mal abzuwarten. Aber spätestens beim Niederlande Grand Prix könnte dann Antonelli dann das Cockpit von Logan Sargeant übernehmen, weil da ist einfach die Luft raus. Da war auch nie wirklich viel Luft drin. Und James Walls, der weiß auch, okay, wenn wir dieser Saison noch was ändern wollen, dann müssen wir jetzt reagieren und nicht erst abwarten, bis die Saison wieder zu Ende ist. Denn zu verlieren hat man nichts. Sargeant kommt auf 0 Punkte. Albon momentan genauso. Ist ja Williams ja eines der drei Teams, die derzeit mit 0 Punkten nach 5 Rennwochenenden bisher abreisen mussten. Und das ist eben Alpine, das ist Williams und das ist eben auch Sauber. Sargeant also von der 18 und Albon von der 19 und eben Bottas auf der 20. So,
Soweit mal der Blick zum Sprint und vor allem auch das, was so im Fahrerlager gerade aktuell ist und da auch thematisiert wird. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Heute also das Sprintrennen und dann am Abend das reguläre Qualifying zum Rennen am morgigen Sonntag. Und wir sehen uns dann natürlich auch wieder, blicken natürlich auf das, was da im Sprintrennen passiert, an diesen 100 Kilometern. Das ist ja die Distanz im Sprint, also eine sehr, ja, nur ein Drittel der eigentlichen Renndistanz, die da abgespult wird und dann eben am Abend das nächste Qualifying. Schauen wir also mal, wo wir dann Mercedes wiederfinden werden und ob es dann den nächsten Nackenschlag für die Silberpfeile gibt. Wir bleiben auf jeden Fall dran, berichten darüber und sehen uns dann beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Bis dahin erstmal weiterhin viel Spaß mit der Formel 1 an diesem Wochenende in Miami. Bis dann, tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Jackpot.de, das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. Champ One zeigt's allen.